Jo Freunde und herzlich willkommen zu dieser Reaktion auf den neuen Trailer. Ich wollte eigentlich noch meine Prognose abgeben, aber wir sehen hier schon auf dem Thumbnail, ja, wahrscheinlich die Weiterentwicklung von Girafarik. Denn ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich wahrscheinlich eine Weiterentwicklung erwarte für Girafarik. Und ja, wir haben jetzt hier Girafarik drauf. Gut, bevor ich jetzt aber weiter schwafel, fangen wir einfach mal an. 14 Minuten, alles klar. Moment, nochmal die Qualität hier anpassen, 1080p und let's go, fangen wir mal an. Also ich erwarte auf jeden Fall, dass wir die Zwischenstufen der Starter sehen werden. Das erwarte ich. Schauen wir mal. Fun. Oh, Donphan, okay. Heute leider die Nachtara-Cap Mütze auf, keine Gengar-Mütze, also... Aber wir sehen mehr von der Region. Phlegmon. Here's something we hope even you well-informed viewers will enjoy. A sneak peek at four particular trainers' journeys in Paldea. Now, let the adventures begin. Lechonk, unser Boy. Quacks! Level 15, das könnte jetzt vielleicht echt ein Zeichen dafür sein, dass sich gleich entwickelt. Schauen wir mal. Okay. Terralize? Oh, look. Quaxly Terastalize. Was passiert denn jetzt? Terastalizing is a phenomenon unique to the Paldea region. But all Pokémon. Ja gut, das kennen wir ja schon mit der Terrakristallisierung. Aqua Jet. Oh, aber wir sehen jetzt, wie ein Attack hier ausgeführt wird mit den Kristallen. Interessant. So, jetzt geht's hier runter. Neues Gebiet auf jeden Fall. Was ist das? Neues Pokémon? Leuchtendes Pummeluff, was ist mit dir? Apparently these sparkly wild Pokémon will terastalize in battle. Also sind diese wilden terrakristallisierten Pokémon, also die wohl leuchten, die terrakristallisieren sich dann eigenständig im Kampf, wie es aussieht. Denn es hieß ja, dass jedes Pokémon, dass man jedes Pokémon terrakristallisieren kann, aber das scheint jetzt hier sich selbstständig im Kampf zu terrakristallisieren. Sehr interessant eigentlich, ja. Oh, und es ist das Wasser-Pummeluff mit... Ja gut, gegen Quacks nicht so intelligent. But Quaxley's strong too. Dealing enough damage to a wild Terra Pokémon causes its terrastalization to come undone. Ey, ohne Scheiß, wir sehen die ganze Zeit dieses Quax. Das muss sich gleich entwickeln. Das muss sich einfach gleich entwickeln. Komm. Okay, wir fangen es. Nice. The wild Jigglypuff was caught. Ja. Some Pokémon like this Jigglypuff. Have a Terra type normal Terra type, what? Ah! Original Trainer Haruto, Alter. Das ist der Cousin von Naruto, wisst ihr? Ja, genau. Any Pokémon is capable of having any of the 18 different types as its Terra type. Ja, Pikachu natürlich. Leufeo, wurde das. Ich glaube, das ist jetzt auch neu angeteased jetzt hier, oder? Ah, diese eigenständigen Kämpfe. Ah, hier haben wir wieder Wiglet, unseren Boy, Alter, unseren Röhrenal. Genau. Because the trainer gave Quaxly the let's go command. Using let's go, send your lead Pokémon out onto the field. Also hier bin ich mir gerade nicht sicher, ob das bestätigt ist oder ob das ein Leak war, aber es hieß ja auch, dass die Pokémon dann selbstständig quasi andere Pokémon angreifen. Also das wird dann wahrscheinlich hier dieses Feature sein und... Wenn es ein Leak ist, dann wurde es sowieso hier mit dem Trailer bestätigt, also, ja. Das sieht so lustig aus. Sternschauer. Next, the trainer opens his map
to see where he wants to go. You can set a place as your destination to keep yourself on track as you go. Oh. Then we can hop atop the legendary Pokémon Miraidon and get going. Okay, this is geil. And what have we here? It's a base belonging to Team Star, the school troublemaker. Oh, Team Star. Starfall Street. Ah, was ich auch erwarte, dass wir vielleicht jetzt eine Aufklärung bekommen, was es mit diesem Auto von Team Star zu tun hat. Ob das jetzt ein eigenständiges Pokémon ist oder ja, was genau da jetzt der Fall ist. Das auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ah, man setzt drei Pokémon ein. Ah, okay, also man, das ist quasi so eine Challenge, also oben da muss man wahrscheinlich 30 Team Star-Rüpel besiegen, die jeweils ein Pokémon in den Kampf schicken und man selbst hat aber nur drei Pokémon zur Verfügung, also es hieß ja the first three Pokémon, ah, und dann muss man sich da so durchkämpfen wahrscheinlich. Wie klein ist Palmo, wie süß ist das denn? Ja, aber das ist auch nice. Schlägt da, Junge. Ich glaub's nämlich ins Team. Feier ich. Ja, und dann kommt Irsa. So. Was mit dem Auto? Okay, Irsa. Mit dem Quirtel, ne? Ja. Pummeluff. Ah, und wir haben das Wasser-Pummeluff, ne? Ah. Oh, jetzt bekommen wir mal einen genaueren Blick auf die Center, nice. Auf die Tankstellen. Ach, das ist eine TM-Maschine. Das hat nichts mit dem Online-Ding zu tun. Also man kann ja quasi seinen Pokémon TMs beibringen und man muss im Gegenzug halt hier mit League Points und hier mit anderen Sachen bezahlen. Okay, das könnte auch nice sein, um hier ein ideales Moveset für die Pokémon zu bekommen. Weil klar, man hat natürlich auch TMs und sowas, aber bei den TMs, da hat man, glaube ich, jetzt nicht immer die optimalen Attacken. Okay, das kann nice sein. Das kann nice sein. Icy Wind. Also known as technical machines, using materials Pokémon. Ach nee! Man macht sich seine eigenen TMs. Man tauscht die Sachen ein. Okay. Also hat ein bisschen was von Legenden Arceus, wo man auch so Sachen sammeln musste und dann konnte man sich damit Pokébälle und sowas erstellen. Okay, nice. TM Machine Service. Okay, das ist geil. Where will she go next? Seems to be a desert-like area under a blazing sun. Just looking at it enough to make you feel. Boah, das ist ein riesig. Oh, her Rotom phone is ringing. Sounds like Arvin, her friend in the next grade up, needs some help. To give Arvin a hand, the trainer's headed to a rock where a titan lurks. This is one of the stops on the path of legend. A story where you'll seek out legendary herbs called Herba Mystica. There it is. Fahrt der Legenden. Gigantic Titan Pokémon. Time to battle. Und das hier sind hier die Titan Pokémon. Also das ist so ein ähnliches Konzept wie in der Alola-Region hier mit den Herrscher-Pokémon. Also das sind einfach größere Pokémon, die stärker sind als ihre normalen Arten. Ja, genau. Und sie haben jetzt hier auch diesen speziellen Titel, Claw of the Stony Cliff Titan. Na gut, das haben wir zwar schon im letzten Trailer gesehen, aber interessant. Right off the bat, there's Icy Wind, the move our trainer taught Drifloon earlier. Boah, Icy Wind hat echt viel Schaden gezogen, dafür, dass die Attacke gar nicht so stark ist, Koss. Drifloon terrastalized to become a grass type. This is terrible. Oh, sehr gut, weil Claw, also Klippe vom Typ Gestein ist. Und weg, oder? Ah, fast Terra Blast. Looks like Claw suddenly got somewhere else to be. Wait, what's our trainer doing now of all times?
Looks like she's taking a little break from adventuring to trade Pokémon with a Link friend. And over here, her trade partner has received Giraffe. Sag mir jetzt bitte nicht, dass die Weiterentwicklung von Girafarig eine Trade-Entwicklung ist, oder? Seems like she immediately added Girafarig to her team and she's gonna let it run around in the field and train up for some battles. Psybeam. Girafarig is evolving. Oh, could Girafarig be evolving? Hang on, did its tail... Und auch in diesem Fall haben die Leaks wieder gestimmt, denn die Weiterentwicklung von Girafarig, genau die, wo ihr seht, die wurde bestimmt schon so vor 2 Monaten oder so geleakt. Und da hat man wieder recht gehabt. Nice. Und der Name hat auch gestimmt, Farigiraf. Ah, das war nur eine Vermutung, aber sie haben das jetzt hier einfach umgedreht. Anstatt Giraff, also man sieht hier Giraff. Ja, die haben einfach hier dieses Giraff zu... Farig. Ja, genau, Farigiraf getauscht. Ja. Ist halt in dem Fall auch wieder, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, halt wieder diese Sache, dass der Name genau gleich klingt, wie man ihn von hinten vorliest. Also Farigiraf, Farigiraf. Akronym, war das ein Akronym? Ich bin mir gerade nicht sicher. What an unexpected evolution. Seems like Girafarig der Pokédex. Erfahren wir gleich, von welchem Typ es ist. Pokédex, you can see photos of Pokémon as well as information about them. So you... Okay, ist immer noch ein normal Psycho-Pokémon. Ja. Ich hätte es gefeiert, wenn es jetzt auch noch Unlicht wäre, aber gut, in den Leaks hieß es anfangs, dass es vom reinen Typ Psycho sein soll und dann wurde es doch korrigiert zu normal Psycho und ist es normal Psycho-Pokémon, also passt auch wieder alles. Let's check out the town of Artisan next. It looks Artisan. Now that the trainer's Pokémon have gotten stronger, it seems she's made her way to a gym. Bekommen wir einen neuen Charakter? Nimona. Victory Road. Siegesstraße sozusagen. Before you can battle a gym leader, you'll first have to pass the gym test at their gym. Better get started right away. Alright, that's the gym test passed. Time to battle the gym leader. Also das sind wahrscheinlich wieder so ähnliche Sachen wie in der 8. Gen, also Pokémon Schwert und Schild. Da war es ja bei dem Pflanzenarena-Leiter auch so, dass man hier die Wollis da rumrollen musste und sie durften bloß nicht zu den Voldis gehen. Ja, und die musste man halt auch so hinlocken, damit es halt genug von der Anzahl sind, damit sich das nächste Tor öffnet. Also es werden wahrscheinlich auch wieder vor der Arena so ähnliche Challenges sein, ja. Hier kommt Brassius, der Grass-Type Gymleader, mit einer striking Entry. Brassius. Ah, der Boy, den nehme ich glaube ich auch ins Team. Ich feier Hefel, ja, Hefel, Hefel. Mogelbaum. Gut, das kennen wir ja auch schon vom letzten Trailer. Knuddler, ja. Trailblaze. Ich glaube, das kannten wir auch vom letzten Trailer. Bin ich mir gerade nicht sicher. Speedrose, okay, Speed hat sich erhöht. Oh. Zu welchem Typ werden wir? Flug! Ein Flughefel. Gegen Pflanze? Ja. Ja gut, Baby Doll Eyes mindert jetzt hier die Attack Stats. Und Trailblaze ist es nicht mehr sehr effektiv. Nee. Deswegen finde ich die Terra-Kristallisierung an sich eigentlich auch ganz nice, weil sie kann halt wirklich so richtig gut verwendet werden, um taktische Sachen hier zu machen. Also... Ich sag mal so, jedes Pokémon hat ja die Möglichkeit, einer von den 18 Typen zu bekommen. Also, wenn man es halt, man muss halt sich davor das Pokémon immer neu machen oder fangen sozusagen. Aber der Gegner weiß halt nicht, von welchem Typ das Pokémon, von welchem Terra-Typ das Pokémon dann ist. Und dann kann man sich so richtig geile Strategien einfallen lassen. Okay, feier ich eigentlich. Okay, neue Stadt. Oh, der Friseur. Wow, look at all these options. How are you supposed to choose? Wow. Huh. I kind of want to try that hairstyle too.
Oh, die Augenform, das ist aber neu. Wild. Hey, Peter Griffin, was geht? Snap, snap. Looks like this trainer found the perfect. Ratet mal von welchem jemanden der Snap, der Insta-Account nächsten Monat gefüllt sein wird. Alter, Selfies mit meinem Pokémon, Junge. Das wird's. Starrer Lilly. Okay, Koloval. Pokémon Picknick. War auch eine Prediction des Leakers, dass wir das heute vorgestellt bekommen. Und ja, tatsächlich. Alter, also, man kann seine Pokémon baden. Ey, Viscora. Süß, Alter. Süß. Before having lunch, Pokémon can get out some energy by playing with a ball. You can just tell. Affiti, ja, auch ganz nice. Bekommen wir jetzt hier die eine Option und ein Ei. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da scheinen die Leaks auch zu stimmen, dass man die Eier beim Pokémon-Picknick bekommt. Das Highlight des ganzen Spiels, Freunde. Ihr könnt euch eure Sandwiches belegen. Wie geil ist das denn? Sandwiches belegen. Oh Mann, ich wünschte, das könnte ich auch in echt. Da würde ich echt auf in Real auf die ganzen Pokémon verzichten, wenn ich mir dafür mein Sandwich belegen könnte. Spaß. sehr weird. Ja. Ist es sowas ähnliches wie dieses Curry in Schwert und Schild? Nein, die Cherry-Tomate! Gut. Noch ein paar Gürkchen drauf, ja? Nein, nicht daneben! Aufs Brötchen! Und jetzt drauf. Ja, gut. Oh mein Gott. Ja, mit meinem Evoli-Spieß, bitte. Wie schmeckt es? a tasty Florian Original. Erstmal zu Subway. Und dann noch ein Selfie. Neues Insta-Fake, ja man. Gut. Hi! Oh, die Reaction wird gerade stranger von Minute zu Minute, merke ich gerade. Und sorry, ich hab hier AirPods und meine Audio hat gerade gesponnen. Machen wir nochmal. Okay, ich schwack gerade ein bisschen rum. Okay, jetzt geht's wieder. Oder? Nee, ich spack immer noch. Ah, Raids, okay. Ja, die Terra-Raids wissen wir ja schon vom letzten Trailer. Ah, Farigiraf ist auch am Start. Oh, ein Geist-Chansey. Oh. Da sind die Geistattacken natürlich sehr effektiv jetzt auf Chansey, ne? Es ist sehr effektiv. Und ich muss mir richtige Kopfhörer holen. Ich glaube, die In-Ear-Dinger, die bringen es halt echt nicht, weil es spackt gerade die ganze Zeit vom Sound. Leute, welche geilen Kopfhörer könnt ihr mir empfehlen? Gerne in die Comments. Nein, Sableye! Boah, Farigiraf sieht schon... Oh, habt ihr das gerade gesehen? Bei Farigiraf, wenn es eine Attacke einsetzt, dann reagiert der Kopf vom bösen Giraf, Farigiraf, je nachdem. Guck mal, jetzt hier. Okay, Sableye. Oh, so. Zu weit nach hinten gegangen. Alter, wie geil ist das denn? Na, da hätte ich mir dann den Unlichttypen doch mehr gewünscht sogar, wenn der böse Teil quasi die Kontrolle hat. Naja.
Ja, okay, das ist ja genau das gleiche wie bei den normalen Raids in Schwert und Schild hier mit dem Supporten, mit dem Anfeuern. Das kennen wir auf jeden Fall schon mal. Los, ihr schafft es! Spukball? Oh mein Gott, Farigira fregelt. Nein, Sableye hat schon wieder erwischt. Psybeam. Und tschüss, Chansey. Okay. Oh, die Fanganimation sieht nice aus, wenn man ein Terra-kristallisiertes Pokémon fängt. Im Heilball natürlich hier schön für die Farbordnung. Hört ihr diese Musik? Das ist so eine ähnliche Musik wie, in Schwert und Schild bei den Arena-Kämpfen, wenn das Giga-Pokémon aktiviert wird, sag ich mal. Wo die Crowd halt auch noch mitfiebert. Ich kann nicht singen. Taking on gyms, there's plenty more to be said about all these things, of course. What you just saw was only a glimpse of the adventure. Keine Starter-Zwischenstufen. Okay. What sort of exciting adventures will you have? It's all up to you. Your adventures are right around the corner. May they shine bright. 18. November, Freunde. Nächsten Monat ist es soweit. Okay, also ich sag mal so, der Trailer hat mich jetzt noch mehr auf die Spiele gehypt tatsächlich. Ich bin schon gut auf die Spiele gehypt und jetzt umso mehr. Wir haben jetzt hier keine Starter-Entwicklungen bekommen, aber Farigiraf ist real, Freunde. Tatsächlich, glaube ich, das einzige Neue, so einzig richtige Neue, was wir gesehen haben, Farigiraf. Klar, natürlich auch ein paar neue Städte und ein paar neue Orte. Auch haben wir was über diese TM-Machmaschine da beim Pokémon Center erfahren und so weiter. Ja gut, aber tatsächlich kein neuer Charakter. Keine Starterentwicklungen. Aber Farigiraf war schon mal real. Also damit habe ich auf jeden Fall gerechnet. Ich habe ja damit gerechnet, dass wir einen neuen Charakter bekommen. Ist nicht passiert. Die Starter-Weiterentwicklungen ist auch nicht passiert und dass wir die Weiterentwicklung von Girafarik sehen werden. Das ist schon mal eingetroffen auf jeden Fall. Ja. Sehr geil. Freunde, was ist eure Meinung zu dem Trailer? Seid ihr nach wie vor auf die Spiele gehypt oder seid ihr gar nicht gehypt? Hat sich der Hype jetzt bei euch gesteigert durch diesen Trailer? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Später gibt es noch eine Analyse zu dem Trailer. Ja, mal schauen, was man da rausholen kann. Normalerweise gehe ich ja immer auf die ganzen neuen Charakter und Pokémon ein. In dem Fall haben wir halt nur ein neues Pokémon bekommen. Werde ich mal schauen, wie ich diese Analyse gestalten werde. Aber ansonsten würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao!